Achmuntic Dream. Und damit willkommen zu Let's Test. Starker Regen. Ja, wir spielen die spielbare Demo. Starker Regen. Ja. Neue Demo starten. Ja, zwielichtiger Ort, okay. Rain Trailer, gucken wir uns dann im Anschluss an. Jetzt starten wir erstmal die Demo zu Let's Test Heavy Rain mit dem Zwergenfürst. Ich würde sagen, auf geht's. Starten wir. Hier haben wir nochmal Quantic Dream. Der starke Regen. Um zu interagieren, führen Sie die angezeigte Bewegung mit. Okay, jetzt kriegt man das Tutorial. Ja. Ja, okay. WASD laufen kann ich halbwegs. Und das in unserem Spiel. Da spielen wir hier den. Ja. Wer ist. Was werden wir rausfinden, wer das ist? Schaut mir fast wie ein Kommissar aus, irgendwie von einem. Okay, ja. Die Kamerawinkel ändern. Ja, hier müssen wir lang. Oh. Hallo. Ist jemand? Okay. Was tun wir da? Wir haben Gate zugeworfen. Ja. Kriegt ein Event. Mach ich doch exakt. Weh. Ach so, bis die Symbole verschwinden. Ja gut. Verdammt. Gleichzeitig alles drücken. Ach komm. Ja, Übung macht den Meister, Kleister. Kleistermeister. So, holpriger Anfang. Asthma. Okay. Kennt man. Das Asthma kann nicht atmen, wenn es regnet. Okay. Das tue ich. Naja, Asthma-Spray. Schön schütteln.
beide Maustasten gedrückt hat und man kennt das Prozedere. Und drin. F1 zum Steuern, okay. Ja, okay. Escape. Eine ziemlich heftige Nahaufnahme. Dienstag, 6 Minuten nach Mitternacht. Ah, okay. Wir gehen ja wirklich in Office rein. Sekunde. Ja. Wer ist die Sturm? Kann ich. Lauren Winter. Lauren Winter. Klingt oder so. Nein, eher nicht. Sekunde. Ja gut. Ich stelle mich wahrscheinlich ein bisschen an. Hübsche Aufnahme. Da sieht man jeden Pickel. Okay, nehmen wir zu Hause. Dann soll noch mal klopfen. Was Laurens Zimmer ist. Ich weiß nur, dass Lauren Winter ein Zimmer im 3. Stock gemietet hat. Letzte Tür links am Ende des Flurs. Aha. Letzte Tür links. Okay, erstmal klopfen, das ist noch. Das ist jetzt. Mit der Maus ist das ein bisschen. Ich glaube, das ist besser mit Controller, wenn man das spielt. Na, das verstehe ich noch nicht ganz. Wie ich das auslöse. Immer ein bisschen geschafft. Da sollte ich mir nochmal die Steuerung anschauen. Okay, halten Sie die linke und rechte Maustaste gedrückt und führen Sie die angezeigte Bewegung. Also ja, das machen wir doch. Die linke Maustaste. Ja, ich glaube, so genau ist meine Maus nicht eingestellt. Meine Maus ist irgendwie verrutscht, verstellt. Linke Maustaste. Ach, Menno, na komm jetzt hier. So kann ich mich darum jetzt das hier nicht anstellen. Falsches Zimmer. Geh doch. Lauren Winter. Tut mir leid, Kunden, nur mit Termin. Verdammt. ₹50. Kein Küssen, kein abgedrehter Scheiß. Geht klar. Aha.
Leg das Geld auf den Tisch. Du hast 10 Minuten. Wenn es klingelt, ist es vorbei, okay? Machen wir das jetzt wirklich? Das machen wir jetzt nicht wirklich, oder? Wir schauen uns hier mal um. Detective. Wir haben 10 Minuten. Hallöchen. Ja gut. Dazu müsste man es mal nicht so verkacken. Ach Leute. Du solltest dich ausziehen, deine Zeit läuft. Ich bin kein Kunde. Scheiße, ein Cop. Ich hab's geahnt. Was wollen Sie, eine Gratisnummer? Mein Name ist Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich untersuche die Morde des Origami-Killers für die Familien der Opfer. Ich wollte Sie etwas über Johnny fragen. Ich hab der Polizei schon alles gesagt, mehr weiß ich nicht. Verschwinden Sie. Der Mörder läuft da draußen frei herum, während Sie hier reden. Das dürfen wir nicht zulassen. Mein Johnny ist tot, was ändert das noch? Es wird mehr Opfer geben, wenn wir ihn nicht aufhalten. Sie müssen mir helfen, Lauren. Vielleicht wissen Sie etwas, das bei der Ermittlung hilft. Ihnen helfen? Sie können nichts tun. Mein Sohn ist tot. Verstehen Sie? Er ist tot. Ich habe doch für 10 Minuten bezahlt, oder? Alles, was ich will, ist, dass Sie mir ein paar Fragen beantworten. Sie wollen mich dafür bezahlen, dass ich von meinem Sohn erzähle? Sie können meinen Körper kaufen, aber mein Sohn ist unverkäuflich. Raus hier! Verpissen Sie sich! Ja gut, das wollte ich nicht. Wenn Ihnen etwas einfällt, irgendetwas, rufen Sie an. Ja, jetzt andere Richtung. Andere Richtung, Kopf, andere Richtung. Und wer aus der Richtung kann ich? Ja. Wo kam die Erinnerung? Ach komm, gehen wir. Wo ist die Tür? Hier ist die Tür. Meine Fresse, ich stelle mich heute an. Bin abgelaufen, Herr Joghurt. Gott. Jetzt muss es mal funktionieren. Lauren! Lauren, mach auf, Lady! Ich bin's! Ich hab dir doch gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Tja, Süße. Aber ich musste dich einfach sehen. Ich glaube, ich muss gerade mal. Ich glaube, die Dame braucht Hilfe. Maid in Nöten. Was willst du, Arschloch? Lauren, ist alles okay? Mir geht's prima, klar? Verpiss dich, Penner! Na komm. Schaffen wir es, die Tür einzutreten? Dieser Penner wirft sie durchs ganze Zimmer. Ich muss eingreifen. Ich bin dabei. Harter Bursche, hä?
Er braucht wohl eine kleine... Du wieder? Du willst wohl eine aufs Maul, hä? Ich reiß dir den Arsch auf. Oh. Weh. Und hops. Und hops. Und es. Ich bin doch nicht so gut drin. Das. Weh. Oha. Das. Na komm. Die Cops sind schon hier. Aber ohne Verstärkung. Brauche Verstärkung. Oha. Ich brauche dringend Verstärkung. Ja, ich bin Detective. Okay, komm. Oha. Hier geht's um Leben und Tod. Sehr gut. Na komm, sehr gut. Nicht gut. Weh! Holy crap. Wir sehen uns noch, Arschloch. Geht's Ihnen gut? Nicht wirklich. Besser als ihm. Wer ist das? Ein Ex-Kunde mit Besitzansprüchen. Er wurde gewalttätig, da habe ich ihm gesagt, er soll verschwinden. Sie müssen aufpassen. Er kommt vielleicht zurück. Sorry für das Chaos. Mr. Shelby? Ja. Danke. Oh. Ich hatte jetzt mal Beine für uns. Das war heftig. SWD. Noch nicht. Was haben wir hier? Wer sind wir? Und ich kann mal nicht reden. Okay. Der Bereich ist abgesperrt. Treten Sie zurück. Agent Norman Jaden, FBI. Kann ich Ihre Dienstmarke sehen? Ja. Ja, natürlich. Okay. Sie können durch. Ich suche Lieutenant Blake. Ist er hier? Ich habe ihn schon gesehen. Er ist hier irgendwo. Danke. Okay. Na dann. FBI ermittelt.
Videomemo 1, Agent 47023, Norman Jaden, Dienstag, 4. Oktober 2011. Es ist 8.14 Uhr. Aha. So eine Technik haben sie beim FBI. Okay, das war jetzt gerade nicht wirklich beabsichtigt. Ich suche Lieutenant Carter Blake. Danke. Das sieht gut aus. Das sieht doch nach Blake aus. Und auf ein Ziel gerichtet, auf ihn zu. Lieutenant Blake? Agent Norman Jaden vom FBI. Ihr Büro hat mir gesagt, dass ich Sie hier finden würde. Wenn Sie nach Regen, Leichen und Highways suchen, sind Sie hier richtig. Mike, sag dem Idioten mit dem Bagger, er soll 5 Minuten Pause machen. Ich kann nicht denken. Sofort, Lieutenant. Und kommen Sie, Jaden? Also, was war los? Ein Typ, der mit dem Hund draußen war, hat die Leiche morgens um 6 gefunden. Mehr wissen wir im Moment nicht. So wie es aussieht, weist alles auf den Origami-Killer hin. Ist die Leiche identifiziert? Nein, noch nicht. Wir warten noch auf Ergebnisse. Was sagt die Pathologie? Auf den Weg, Lieutenant! Scheiße, wir warten seit einer Stunde. Zeugen. Gibt es Zeugen? Noch nicht. Bei der Gegend würde mich das aber auch schwer wundern. Ist die Todeszeit denn bekannt? Aufgrund der Leichenstarre muss es weniger als 6 Stunden her sein. Der Gerichtsmediziner kann uns mehr sagen. Tony, ich will keinen dieser sensationsgeilen Pressefuzzis hier sehen. Verstanden? Ja, Lieutenant. Es sind ganz schön viele Leute am Tatort. Haben Sie keine Angst, dass die Spuren zerstören? Man findet keine Beweise hinter dem Schreibtisch. Und wir zertrampeln schon keine Spuren, auch wenn wir nicht vom FBI sind. Nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht sagen. Hören Sie, ich bin hier gerade beschäftigt. Wieso reden wir nicht später auf dem Revier über alles? Kein Problem, ich verstehe schon. Kann ich mich mal umsehen? Nur zu! Hey, Jaden, Sie sagen, wenn Sie etwas finden, okay? Wir sind doch jetzt ein Team. Natürlich. Wir nehmen uns erstmal einen Kaffee holen. Darf ich? Ja. Nimm Käffchen. Oder auch nicht. Suchhandschuhe. Okay, er will nicht reden. Oh, hier gibt's was. Ja. Eine Flasche. Oscar Dalzis. Ohne direkten Bezug zur Ermittlung. Okay.
Da hinten ist noch was. Vielleicht finden wir hier was, was übersehen wurde. AI-Eintrag, unwichtige Probe, wahrscheinlich von einem der Polizisten am Tatort. Okay. Das hatten wir schon. Hier nix. Ah, hier. Hier ist was. AI-Eintrag, unwichtige Probe. Stammt von einem der Polizisten am Tatort. Ja, das ist doch den Tatort verunreinigt. Zu viele Leute hier am Tatort. Schien mal nach. Oh, Vorsicht, wenn wir auf den Schienen nachgucken. Na komm. Eine tote Katze. Das FBI führt keine Akten über Katzen. Noch nicht. Okay. Das haben wir schon untersucht dort. Irgendwas, was wir noch nicht untersucht haben. Ja. Sie hat nix. Oh, hier ist noch was. AI-Eintrag. Blutspuren auf der Bahnschiene. Die Blutanalyse zeigt fortgeschrittene, lang andauernde. Na, das ist doch was. Da haben wir doch was. Wo ist der Kollege? Der will gar nicht. Wir müssen hier reden. Auf den Tatort wieder verlassen. Vielleicht finden wir aber noch was auf den Schienen. Ich fahre jetzt zurück. Bleiben Sie noch? Nein, das reicht mir. Ich fahre dann auch. Ich glaube, wir haben die Blutspuren jetzt gefunden. Ich grundsätzlich was übersehen habe. Kann ich die Brille auch jetzt abnehmen? Wie was?
Muss ich einstellen. Okay, wir sollen mal nachgucken. Bei dem Zelt nach. Wenn das Spiel meint. AI-Eintrag, das Opfer liegt auf dem Rücken. Keine Anzeichen von Gewalt. Ah, okay, jetzt können wir hier Beweise untersuchen. Schürfwunde am rechten Oberschenkel. Laut Blutanalyse vermutlich Postmortem. Wahrscheinlich beim Transport der Leiche entstanden. Leichte okay. Verletzung am rechten Oberschenkel. Blut identisch mit dem von den Schienen. Eine kleine Origami-Figur in der rechten Hand. Aha. Faust wahrscheinlich nach Todeseintritt geschlossen. Ein schlechter Detektiv. Auf der Brust des Opfers liegt eine Orchidee. Das Opfer ist Jeremy Balls. Gilt seit 5 Tagen als vermisst. Siehe Fallakte. Okay. Ich glaube, dann haben wir alles. Sein Gesicht ist voller Schlamm, wie bei den anderen Opfern. Ich glaube, das war's. Jetzt können wir gehen, oder? Ich wollte schon gehen, ohne die Leiche gesehen zu haben. Jetzt Sommer. Your story is just beginning. We got our origami killer. I want every available man to finding Ethan Mars. Ethan Mars is innocent. I can prove it. Ja, da haben wir die Demo-Version von Heavy Rain durchgespielt. Haben da starke Regen erstmal bestanden. Ich glaube, ich noch oben sollte es gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und eventuell zukünftig mal ein Let's Play nicht verpassen wollt. Ja, dann habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Tag und ja, haut drinne. Man sieht sich. Bis dahin. Ciao.